klopf und hallo. Ich habe ein bisschen was gehäkelt und wollte euch das mal zeigen. Zum einen habe ich in meinem Wollreste-Regal ausgemistet, aufgeräumt und in meinem Fundus ein bisschen rumgestöbert und habe aus Resten diesen Schal gehäkelt. Also das hier ist ein Knäuel. Und diese zwei Enden hier waren aus den Resten, wo ich Socken und Pulswärmer mal gemacht habe. Der Schal ist jetzt ungefähr 15-16 cm breit und 1 Meter lang. Also richtig schön, um sich den Eimer um den Hals zu legen. Und dann hat man vorne diese schönen gemusterten Enden. Mir gefällt das sehr gut. Und das Muster, diesmal habe ich mal dran gedacht, das rauszusuchen, ist aus diesem Buch hier. Sorry, Werbung unbezahlt, ihr wisst schon, ne? aus diesem Buch hier. Und zwar ist das das Guckloch-Zickzack-Muster. Wie gesagt, das häkelt sich sehr schön und sehr schnell und ja, macht was her. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Ja, Schal Nummer 1. Schal Nummer 2 besteht auch aus Resten und einem grauen Knäuel. Das sieht so aus. Also wie gesagt, das Grau ist ein Knäuel, das waren ungefähr 125 Meter. Und hier unten habe ich Reste verarbeitet. Da habe ich hier noch einen lilanen Streifen eingefügt. Den hatte ich noch übrig. Ja, dasselbe Muster. Genauso lang, genauso breit. Und einen kann ich euch nicht mehr zeigen. Einer ist schon verschenkt. Hat sich sehr gefreut. Dann habe ich noch zwei Projekte auf der Nadel. Zum einen häkel ich wieder einen Schal oder ein Tuch oder ein... Ja, das sieht so aus. Das ist dieses Garn. Ich hatte euch das schon ein paar Mal in die Kamera gehalten. Eigentlich war das meine Projekttasche, die ich angefangen hatte, mit festen Maschen. Der ein oder andere kann sich vielleicht daran erinnern. Ich habe es aufgegeben. Ich habe die Projekttasche wieder aufgeribbelt, weil ich habe, da war ja noch wesentlich mehr drauf, also das und noch ein anderer Teil. Ich habe gedacht, nee, das ist so ein Projekt, was irgendwie nicht fertig werden will. Und das lag und lag und lag und ich wollte daran auch nicht mehr arbeiten. Und deswegen habe ich mich entschieden, das wieder aufzudröseln. Und habe mir jetzt überlegt, ich werde mir einen Schal davon machen. Je nachdem, wie lang er wird, ist es dann entweder einer zum Umschlagen oder ich häkel dann die Enden zusammen, so dass es ein Loop wird. Das Muster sieht man hier sehr schön. Das ist auch aus diesem Buch. Und zwar, wo haben wir es? Hier oben. Pulschen-Zickzack. Wer das Buch jetzt zu Hause hat und sagt, oh ja, das gefällt mir, das häkel ich nach. Ich habe da einen Unterschied gemacht. Also laut Anleitung häkelt man immer in das hintere Maschenglied in der nächsten Runde. Das mache ich nicht. Ich häkel in das komplette, hier ist der Anfang. Ich häkel in das komplette Maschenglied ein vom Stäbchen, weil mir das nicht gefallen hat, dass das so eine Kanten gab. Also ich finde, wenn das so ist, ist das schon wellig genug. Da muss da nicht noch eine Kante irgendwie vorstehen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber soweit bin ich schon. Das häkelt sich auch wirklich sehr, sehr schön. Können ja mal gucken, wie breit das jetzt hier ist. Ungefähr 22. Also auch eine schöne Breite. Ja, und da, wie gesagt, habe ich ja noch ein bisschen vor mir. Ich glaube, das wird ganz schön. Ja, und dann häkel ich wieder ein Pullover. Warum wieder? Mir ist ein Pullover kaputt gegangen. Der war bestimmt jetzt schon 15 Jahre alt. Ein nicht handgearbeiteter Pullover. Und der hat jetzt leider... Naja, der Stoff war morsch. Da ging nichts mehr. Und ich habe entschieden, okay, ein Pullover geht weg. Wird entsorgt. Man konnte leider auch keinen Beutel mehr draus machen, weil der Stoff einfach morsch war. Und ich habe mir überlegt, ich werde mir jetzt immer, wenn ein Teil kaputt geht,
etwas Neues. Also so mache ich das eigentlich immer, wenn was kaputt geht, was Neues anschaffen, also einen Ersatz. Und in dem Fall habe ich mich entschieden, einen Pullover zu häkeln als Ersatz. Was ist ja schließlich auch ein Pullover kaputt gegangen. So sieht das Ganze jetzt im Moment noch aus. Hier oben beginnt das mit einem Grau, wird dann immer heller. Und hier im Moment sind wir bei so einem Aprikofarben. Und dann geht das nochmal. Wird es hier nochmal ein bisschen dunkler. Soweit bin ich schon. Und was habe ich getan? Ich habe nichts weiter getan, als meine Anleitung zu benutzen. Dieses Oberteil am Stück. Dieselbe Luftmaschenkette hier oben, dieselben Markierungen hier für die Ecken. Das Einzige, ich mache halt nicht zwei Stäbchen, Luftmasche, zwei Stäbchen, sondern ich häkle hintereinander weg Stäbchen und in den Ecken häkle ich immer, also ich habe in der Ecke drei Stäbchen und in der Folgerunde gehe ich in das zweite Stäbchen von den dreien und häkle wieder drei Stäbchen. Und das macht ihr dann, oder ich mache das in jeder Runde so. Also das kann man sehr gut hier sehen. Hier sind die ersten drei Stäbchen, dann ist hier das zweite und da hinein häkelt man dann wieder drei und so weiter und so fort. Und so ergibt sich eine Ecke, die aber geschlossen ist, also keine Löcher aufweist. Zumindest nicht so eine große, als wenn man jetzt sagt, man macht ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, dann kann man auch Ecken produzieren, aber dann hat man so eine Luftmaschenreihe. Ja. Dann habe ich wieder gehäkelt, bis ich unter den Armen zusammenkomme. Und dann geht es nur noch gerade runterwärts. Also hier ist der Armauslass und dann geht es gerade weiter. Ja. Und das waren schon meine Projekte. Mehr ist es gar nicht. Also für mich ist es viel. Aber andere schaffen in der Zeit, die sie jetzt gezwungenermaßen auch zu Hause sind, mehr. Ich schaffe das nicht. Aber nun gut. So ist das halt, ne? So, das war es auch schon von meiner Seite. Habt einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern und bleibt mir alles schön gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.